Strukturaspekte der Persönlichkeit. Wenn wir verschiedene Dinge betrachten, die zur Struktur der Persönlichkeit gehören, und Struktur bedeutet, aus welchen Komponenten ist eine Persönlichkeit mental bedingt oder was ist mental wichtig bei der Strukturgebung einer Persönlichkeit. Dann können wir zum Beispiel sagen, es ist sehr wichtig, dass ein Mensch sich selbst wahrnehmen kann. Er kann also über sich eigenständig reflektieren. Er gewinnt im Laufe der Zeit ein Bild seiner Identität. Er hat eine Begrifflichkeit von Identität. Er kann nach innen schauen. Er kann eigene Aspekte und eigene Affekte und Bedürfnisse differenzieren. Die Affektdifferenzierung ist etwas ganz Wichtiges. Und Affekte sind ja Emotionen, die Bedürfnisse ausdrücken, also in Gang gekommene Emotionen, zum Ausdruck gekommene Emotionen, die Bedürfnisse ausdrücken. Er hat ein relativ überdauerndes Selbstbild, ein Bild von sich selbst, eine Repräsentanz von sich selbst. Ist er hingegen in seiner Selbstwahrnehmung gestört, dann bedeutet das beispielsweise, dass er warnende Affekte oder Warnaffekte nicht richtig wahrnimmt. Also Warnung davor, wie er sich selber wahrnimmt. Diese Warnungen nimmt er nicht wahr. Er hat keine oder wenig Abwehrmaßnahmen oder Abwehrmechanismen. Er ist diffus erregt, immer wieder impulsiv, er ist unter Spannung, er ist unter Depression, ohne dass irgendwelche Ursachen oder Auslöser dafür erkannt werden. Er wird immer wieder überschwemmt von unkontrollierbaren Affekten. Und er hat sehr unterschiedliche Bilder von sich selbst. Also sehr unterschiedliche Auffassungen und Möglichkeiten seiner Identität. Im Bereich der Selbststeuerung geht es darum, dass man die Fähigkeit besitzt, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den eigenen Affekten und Selbstwertgefühlen umzugehen. Also Bedürfnisse, Affekte und Selbstwertgefühle kann dieser Mensch kontrollieren. Er hat eine Toleranz für Widersprüchlichkeiten und auch negative Affekte, also Unwohlsein, schlecht drauf sein, dystym sein, traurig zu sein, depressiv zu sein und so weiter. Und dieser Mensch hat tatsächlich eine Toleranz für diese Unterschiedlichkeiten oder diese Widersprüchlichkeiten. Er hat eine Fähigkeit zur eigenen Impulssteuerung und zum Umsetzen eigener Wünsche und Bedürfnisse. Und unangenehme Dinge können als kontrollierendes Signal wahrgenommen werden. Bei der Störung der Selbststeuerung kommt es zu einer mangelnden Impulskontrolle oder zu einem Kontrollverlust der Impulse. Diese Menschen sind wenig frustrierbar und sie haben immer wieder eine mangelnde Gefühlswahrnehmung. Die Abwehr in der Struktur bedeutet die Fertigkeit, ein seelisches Gleichgewicht in inneren, also eigenen, internen und äußeren Konflikten, zum Beispiel durch Verdrängung und Rationalisierung zu erhalten oder eben auch wiederherzustellen. Störende Impulse können immer wieder effektiv abgewehrt werden. Ist die Abwehr gestört, kommt es zu primitiven Abwehrformen, zum Beispiel zur Idealisierung, zur Entwertung, zur Verleugnung, zu einer projektiven Identifikation, zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Und bedrohliche Eigenanteile werden entsprechend auf Partner, auf wichtige Bezugspartner projiziert.
Die Objektwahrnehmung ist die Fähigkeit, zwischen der inneren und einer äußeren Realität immer wieder sicher unterscheiden zu können. Äußere Objekte, also andere Menschen, werden als ganzheitlich, also sehr umfassend, als mit eigenen Rechten und Absichten wahrnehmbare Personen erkannt und anerkannt. Es ist die Fähigkeit zur Empathie, zum Mitgefühl. Kommt es zu einer Störung in der Objektwahrnehmung, dann ist es immer wieder problematisch und die Menschen neigen zu einer verzerrenden Form und zu einer vergröbernden Sichtweise oder Wahrnehmungsweise der anderen Menschen. Das heißt also, der andere Mensch, das andere Objekt wird missbraucht und zwar zum Reizschutz missbraucht, missbraucht auch zur Selbststabilisierung oder zur Spannungsregulierung. Man lädt also bei diesen Menschen ab, man projiziert, man greift ihn an. Dass Wahrnehmung des anderen Menschen als nur gut oder nur schlecht, wenig Einfühlung in Schwächen und Unvollkommenheiten anderer Menschen und auch wenig Sorgen um andere Menschen. Es kommt immer wieder zur starken Entwertung bedeutsamer Personen, wenn die eigenen Wünsche nicht erfüllt werden von diesen. Ohne dass man die Wünsche der anderen Menschen anerkennt, also ein sehr egoistisches oder egozentrisches Verhalten. In der Objektbeziehung geht es darum, wichtige Beziehungen schützen zu können. Es ist aber auch die Fähigkeit zur Abgrenzung von problematischen Beziehungen. Also ein Mensch hat Probleme und ist in seiner Eigenart, in seiner Persönlichkeit und ich muss mich auch immer wieder von diesem anderen Menschen abgrenzen können, erkennen können, was brauche ich, was bin ich und was ist der andere Mensch. Bei einer Störung der Objektbeziehung kommt es immer wieder zu einer Gefährdung wichtiger Beziehungen durch starke Impulsivität, die eher unzweckmäßig ist, also destruktiv ist. Und diese Destruktivität und diese Impulsivität wird immer auch wieder von dem Betreffenden als richtig angesehen, obwohl sie das nicht ist. In der Kommunikation geht es darum, wenn wir nach außen kommunizieren, also zu anderen Menschen hin, es ist also die Möglichkeit, sich empathisch mitfühlend auf andere Menschen auszurichten und sich ihnen auch eben mitzuteilen, mit ihnen zu kommunizieren, aber auch affektive Signale des anderen verstehen zu können, eigene Interessen gleichzeitig aufrechterhalten und andere Interessen, die Interessen der anderen Menschen angemessen zu berücksichtigen. Wichtige Emotionsmitteilung. Konflikte können ausgehalten werden. Nach innen bedeutet das, Emotionen zu erleben, zum Beispiel in Form von Fantasien. Erlebnisräume erweitern, den Körperbezug realitätsgerecht sein lassen. Also der Körper ist ja ein wichtiger Bezug, der eigene Körper ist ja ein wichtiger Bezug in der eigenen Wahrnehmung und Kommunikation. Also zum Beispiel Symptomatiken im Körper, Krankheiten im Körper. Störungen, die auftreten, beispielsweise wahrnehmen zu können, die überhaupt die gesamte Körperphänomenologie wahrnehmen zu können. Ein Mensch kann in diesem Zustand auch innere Dialoge führen mit sich selbst. Bei einer Störung der Kommunikation entsteht eine Unfähigkeit des Verstehens fremder Affekte und Gefühle. Und immer wieder hin und her gerissen sein. Und das Hin und her gerissen sein wird nicht ausgehalten. Die Dinge sind nun mal auch ambivalent gefühlsmäßig. Konflikte
ufern aus. Es entsteht beispielsweise eine Distanzlosigkeit und immer wieder eine unbewusste Manipulation anderer Menschen aus eigener Schwäche und aus eigenem Unvermögen. Schließlich ist die Bindung die Fähigkeit, innere Abbilder anderer Menschen zu errichten und auch für längere Zeit affektiv-emotional zu besetzen. Das heißt, Objekte werden innerlich repräsentiert, wichtige Menschen werden innerlich repräsentiert, quasi internalisiert, das sind Introjekte und die sind auch konstant. Also sich die gute Großmutter oder den guten Onkel immer wieder aufrechtzuerhalten und als innere Repräsentanz zur Verfügung zu haben, ist etwas sehr Wichtiges. Es ist auch die Fähigkeit zu variablen Bindungen. Also Bindungen können sehr unterschiedlich sein. Oder es ist aber auch wichtig, einerseits sich binden zu können, andererseits sich aus einer Bindung auch wieder lösen zu können. Und es gibt immer wieder Regeln zum Schutz von Bindungen. Auch so etwas wie fremde Hilfe annehmen zu können, ist hier sehr wichtig. Bei einer Störung der Bindung kommt es zu einer fehlenden Objektkonstanz. Das bedeutet, dass ich nicht immer über diese Objekte verfügen kann. Sie sind nicht immer vorhanden. Es kommt zu einem sehr starken Schwanken zwischen Liebe und Hass, Nähe und Distanz, Ambivalenzen, also unterschiedliche Gefühle, widersprüchliche Gefühle werden nicht ertragen. Und es kommt zu wenig Verinnerlichung beschützender, tröstender und wertschätzender anderer Menschen. Hilfe von anderen Menschen kann zum Beispiel auch nicht angenommen werden. Wenn wir die wichtigsten Charakterstrukturen betrachten an dieser Stelle, dann haben wir zum Beispiel eine depressive Struktur, die eher der, zum Beispiel nach Lesart der Psychoanalyse, die eher der oralen Phase zugeordnet werden kann. Haben wir vorherrschende Abwehrmechanismen beim Depressiven, Wendung der Aggression gegen sich selbst, nicht gegen außen. Normalerweise sind wir in der Aggression nach außen gerichtet. Wir haben eine starke Reaktionsbildung und eine Introjektion. Das Erleben und das Verhalten bedeutet für diesen Menschen, der depressiv strukturiert ist, abhängig von anderen zu sein, eher passiv zu sein und ein starkes Minderwertigkeitsgefühl zu entwickeln. Die schizoide Struktur hingegen in der frühen oralen Phase, Entwicklungsmodell Psychoanalyse, hat den vorherrschenden Abwehrmechanismus Sublimierung, also höhere Kulturleistungen erfüllen, aber auch so etwas wie Intellektualisierung und Rationalisierung oder Affekte werden abgespalten und isoliert oder mangelhaft wahrgenommen und zum Ausdruck gebracht. Erleben und Verhalten der schizoiden Persönlichkeitsstruktur, der Charakterstruktur sind eher ein Bedürfnis nach Distanz und eine sehr ausgeprägte Angst vor Nähe anderer Menschen. Die zwanghafte Charakterstruktur in der analen Phase angesiedelt hat den vorherrschenden Abwehrmechanismen Reaktionsbildungen, aber auch Rationalisierung und wiederum Abspaltung der Affekte oder Affektisolierung. Mit dem Erleben und Verhalten von Kontrollbedürfnis, alles zu kontrollieren, genau zu sein, präzise zu sein, sparsam zu sein, einen Eigensinn zu haben. Dann die hysterische Charakterstruktur in der ödipalen Phase. Hier haben wir die vorherrschenden Abwehrmechanismen der Verdrängung, der Konversion, also der Konversion eines psychischen Konfliktes in einen körperliche Symptomatik, aber auch so etwas wie Verleugnung. Mit dem Erleben und Verhalten des Geltungsbedürfnisses, immer sich wieder in den Vordergrund spielen, dramatisierend oder auch sexualisierend sich zu verhalten, andere zu verführen, gleichzeitig aber auch eine starke Angst vor Sexualität. Schließlich die narzisstische
Charakterstruktur. In der frühen oralen Phase, hier kommt es zu einer Spaltung. Hier kommt es zu einer Idealisierung entweder oder einer Entwertung auf der anderen Seite. Hier kommt es zu Verleugnung und hier kommt es wieder immer wieder zum Abwehrmechanismus der projektiven Identifikation. Und projektive Identifikation bedeutet, dass der andere sich so verhält, wie ich auf ihn projiziert habe. Also meine Befürchtung, meine ängstliche Befürchtung oder meine zugrunde liegende Angst oder die Ängste werden von dem anderen erfüllt, indem ich tatsächlich Angst vor dieser anderen Person bekomme. Mit dem Erleben und Verhalten der narzisstischen Charakterstruktur, übersteigert Macht ausüben zu wollen über andere Menschen, übersteigertes Selbstwertgefühl und natürlich der Entwertung anderer Menschen. Wenn wir an dieser Stelle auch mal den Unterschied zwischen neurotischer Störung und struktureller Störung anschauen, dann können wir sagen, dass bei der strukturellen Störung das eher passiv Erlebte emotional nicht ertragen werden kann. Also das passiv Erlebte, ohne dass man selber aktiv ist, bei der Strukturstörung emotional nicht ertragen werden kann, also von der Bedürfnisstruktur her nicht ertragen werden kann. Es ist also ein zwischenmenschliches Problem. Bei der neurotischen Störung hingegen sind es aktive Wünsche, Bedürfnisse und Impulse und die können aus inneren Gründen nicht realisiert werden. Also damit ist es ein intrapsychisches Problem. Nochmal. Die strukturelle Störung zeichnet sich generell dadurch aus, dass das passiv von anderen oder überhaupt Erlebniserfahren emotional nicht ertragen werden kann. Es ist ein Problem, das derjenige, der eine Strukturstörung hat, mit anderen Menschen hat. Bei der neurotischen Störung hingegen geht es um aktive Wünsche, Bedürfnisse und Impulse. Und die können aus den eigenen inneren neurotischen Gründen nicht realisiert werden. Und damit ist es ein Problem innerhalb der eigenen Psyche, nicht innerhalb anderer Personen, also mir und den anderen Personen. Die strukturelle Störung ist eine eingeschränkte Verfügbarkeit über jene Funktionen, die zur Regulation des Selbst und seiner Beziehungen erforderlich sind. Sich selbst und andere kognitiv differenzieren zu können, ist problematisch bei der Strukturstörung. Sich selbst, sein Handeln fühlen und den Selbstwert steuern zu können, sich selbst und die anderen emotional verstehen zu können und zu anderen in emotionalen Kontakt zu treten, ist Problem der Strukturstörung. Emotional wichtige Beziehungen innerlich zu bewahren, sich selbst im Gleichgewicht zu halten und eine Orientierung zu finden. Emotionen können nicht ausreichend mimisch und sprachlich zum Ausdruck gebracht werden, empathisch und situativ verstanden werden oder gesteuert und ertragen werden. Bei der strukturellen Störung ist sich selbst, die Welt, die Objekte, die Situation emotional nicht verstehen können. Sich selbst, die Welt, die Objekte und die Situation emotional nicht verstehen können. Von Affekten und Impulsen überflutet werden und damit affektiv erstarren. Oder sich von anderen Menschen abgeschnitten oder mit ihnen verwickelt fühlen, sich innerlich nicht auf positive Erfahrungen stützen können, sich selbst verlieren und ohne Orientierung sein. Bei der strukturellen Störung ist die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen, welche stimulieren, beruhigen oder auch strukturieren, also zum Beispiel Selbstverletzung, Essanfälle, Suchtmittel und so weiter, problematisch. Intensives, nicht zu erfüllendes Angewiesensein auf die Bestätigung anderer Menschen, immer wieder auf die Bestätigung anderer Menschen angewiesen sein. Wenn nicht, droht Beziehungsabbruch.
Die Reaktion der strukturellen Störung ist die emotionale Überflutung mit Verzweiflung, Schmerz, Empörung, Selbstschädigung und vielfachem Suchtverhalten. Wenn wir dem die neurotische Störung nochmal in diesen Einzelaspekten gegenüberstellen, dann geht es bei der neurotischen Störung darum, dass derjenige Zweifel an der eigenen Kompetenz und Berechtigung hat, also wie er was tut und wie er ist. Dass derjenige konflikthaft widersprüchliche Handlungsmotive hat und die zu Spannung und Unlustzuständen führen. Negative Affekte der ängstlichen Angespanntheit, des resignativen Zweifels, der Selbstunsicherheit und der körperlichen Missempfindung. Die Unzufriedenheit bleibt wesentlich auf die eigene Person gerichtet und ist nicht interpersonell in der Aktion. Den anderen Menschen gelten traurige Enttäuschung oder latente Wut. Der neurotisch Strukturierte ist immer wieder in seiner Handlungskompetenz blockiert. Es gibt immer wieder unerfüllte, objektgerichtete Bedürfnisse. Es bestehen Widersprüchlichkeiten von Handlungsimpulsen, negative Objektbilder, versagend, zurückweisend, entwertend, beschämend und so weiter. Negative Affekte, ausgelöst durch die erlebten Einstellungen der Objekte, also zum Beispiel Angst, Scham, Schuld, Ärger, Verlust von Freude oder Stolz. Beim neurotisch Strukturierten kommt es immer wieder zu negativen Selbstbewertungen, ausgelöst durch die erlebte Einstellung der anderen Menschen, der Objekte, also Zweifel am Selbstwert und an der Handlungskompetenz. Neurotische Bewältigungsmuster wie histrionisch, zwanghaft, abhängig und so weiter entstehen. Hier ist eher eine negative Zukunftserwartung vorhanden und eine dysfunktionale Beziehungsbereitschaft bzw. Übertragungsbereitschaft wie Rückzug, Unterordnung, Opferposition und so weiter. Reaktion der neurotischen Strukturierten ist Angst, Scham, Schuld, Ärger, bezogen auf andere Personen und Reaktionen, Anpassung, Auflehnung und Abwehr. Wenn wir des Weiteren dann die gestörten Strukturbestandteile anschauen, das war übrigens Quelle Gerd Rudolph, strukturbezogene Psychotherapie aus dem Jahre 2006. Teilweise wurde diese Quelle verwendet. Gestörte Strukturbestandteile. Wenn wir die kognitive Ebene betrachten, die Kognition ist das Wahrnehmen, das Gedächtnis, das Denken und der Ausdruck all dessen, also die Sprache. In der kognitiven Ebene geht es zunächst mal um das Selbst. Um die Selbstwahrnehmung. Selbstreflexion ist beeinträchtigt. Der Patient bei der strukturgestörten Problematik hat Mühe, seine Person und deren Innenvorgänge wahrzunehmen und entsprechend in Worte zu fassen. Er hat ebenfalls eine eingeschränkte Affektdifferenzierung. Die eigene emotionale Situation kann in der Eigenwahrnehmung nicht deutlich geklärt werden. Und dieser Mensch hat ein unsicheres Gefühl der eigenen Identität. Es ist für diesen Menschen sehr schwierig, ein Gefühl der Kontinuität und der Kohärenz des eigenen Selbst als ein Gefühl der eigenen persönlichen Identität zu erleben. Kognitive Ebene, Objekte wahrnehmen. Eingeschränkte Selbst- und Objektdifferenzierung, also wer bin ich, was bin ich, was empfinde ich, was ist der andere Mensch? Es fällt dem Menschen schwer, Gedanken, Bedürfnisse und Impulse anderer sicher von seinen eigenen zu unterscheiden. Es herrscht eine eingeschränkte ganzheitliche Objektwahrnehmung. Andere Menschen können in ihren sehr unterschiedlichen erwünschten und unerwünschten Aspekten und in ihren Widersprüchen nicht wahrgenommen werden. Schließlich
kommt es zu einer eingeschränkten realistischen Objektwahrnehmung. Andere Menschen oder aber auch die äußere Realität schlechthin können nicht realistisch, das heißt unabhängig von eigenen Projektionen, Wünschen und Ängsten wahrgenommen werden. Die zweite Ebene ist die regulative Ebene oder die Selbstkontrolle. Da geht es darum, das Selbst zu regulieren. Hier haben wir bei der Strukturstörung eine eingeschränkte Impulssteuerung. Handlungsimpulse, vor allem aggressiver Art, können nicht gut gesteuert werden und es kommt immer wieder zu Impulsausbrüchen. Bei der Affektregulierung kommt es zu heftigen eigenen Affekten, und die jeweils nicht ertragen werden oder schwer reguliert werden können. Es herrscht eine eingeschränkte Selbstwertregulierung. Es besteht zum Beispiel eine erhöhte Kränkbarkeit und immer wieder die Problematik, den in Frage gestellten Selbstwert wiederzugewinnen. Andererseits geht es bei der Strukturstörung um den Bezug zu den Objekten zu regulieren. Es ist die eingeschränkte Fähigkeit, Beziehungen zu schützen, vor sich zu schützen. Aufgrund von vorwiegender interpersoneller Abwehr können Beziehungen nicht vor eigenen störenden und destruktiven Impulsen geschützt werden. Nochmal, aufgrund von vorwiegender interpersoneller, also zwischenpersönlicher Abwehr, können Beziehungen nicht vor eigenen störenden und destruktiven Impulsen geschützt werden. Den Bezug zu den Objekten regulieren bedeutet auch der eingeschränkte Interessenausgleich. Es ist in Beziehung zum Beispiel schwer möglich, die eigenen Interessen aufrechtzuerhalten und die Interessen anderer Menschen ebenfalls angemessen zu berücksichtigen. Dann die emotionale Ebene. Einmal emotionale Kommunikation nach innen. Eingeschränkte Affektgenerierung. Affekte entstehen ja, die werden generiert. Dem Patienten sind bestimmte Affekte nicht verfügbar und können auch mimisch oder sprachlich zum Beispiel nicht ausgedrückt werden. Die eingeschränkte Fantasietätigkeit. Es ist dem Patienten nur sehr schwer möglich, Fantasien zu entwerfen und sie handlungsvorbereitend zu nutzen. Schließlich ein eingeschränktes Körperselbst. Die emotionale Wahrnehmung des eigenen Körpers und dessen emotionale Lebendigkeit sind eingeschränkt. Dann die emotionale Kommunikation mit anderen Menschen, zum Beispiel in eingeschränkten Kontaktfähigkeiten. Es fällt schwer, anderen Menschen gegenüber Gefühle zuzulassen, Besetzungen zu wagen und ein Wir-Gefühl anzustreben. Es kommt zu einem eingeschränkten Affektausdruck. Es fällt schwer, eigene Affekte für andere deutlich erkennbar auszudrücken und sich von den Affekten anderer Menschen wiederum erreichen zu lassen. Schließlich eine eingeschränkte Empathiefähigkeit. Es fällt schwer, sich in die Innenwelt eines anderen Menschen hineinzuversetzen und die Situation aus dessen Perspektive zu betrachten. Dann die Bindungsebene. Einmal an innere Objekte gebunden sein. Es ist die eingeschränkte Verinnerlichung. Es fällt schwer, positive Beziehungserfahrungen zu bewahren und damit prosoziale, objektbezogene Affekte aufzubauen. Also im Miteinander des Prosozialen. Wir kooperieren und so weiter. Es sind fehlende positive Introjekte vorhanden. Also es fehlen diese positiven Introjekte, es fehlen positive innere Beziehungserfahrungen, die man in sich aufbewahrt, mit deren Hilfe jemand sich zum Beispiel beruhigen, trösten und schützen könnte. Schließlich existiert eine eingeschränkte Variabilität der Bindung. Die inneren Objektqualitäten sind immer wieder die gleichen oder eher Stereotyp. Auf der anderen Seite an äußere Objekte gebunden sein. Ist die eingeschränkte Bindungsfähigkeit. Es fällt zum Beispiel diesen Menschen schwer, sich emotional an andere zu binden und ihnen gegenüber Dankbarkeit, Fürsorge oder Schuld zu erleben.
die Unfähigkeit, aber auch Hilfe anzunehmen. Es fällt zum Beispiel schwer, die Unterstützung, Anleitung oder Entschuldigung von anderen Menschen anzunehmen. Schließlich die eingeschränkte Fähigkeit, sich in einer Bindung wieder auch lösen zu können. Es fällt schwer, Abschiede zuzulassen und sich vom wichtigen anderen zu lösen. Teilweise Quelle Gerd Rudolph, strukturbezogene Psychotherapie. Wenn wir schließlich noch die Strukturniveaus anschauen, dann ist diese operational-psychodynamische Diagnostik 2, also OPD-Struktureinschätzung, von vier Niveaus der strukturellen Integration ausgehend: gut, mäßig, gering und desintegriert. Also Strukturniveaus sind gut, sie sind mäßig, sie sind gering oder desintegriert. Zunächst mal das Strukturniveau, das gut integriert ist. Es gibt Nähe zu anderen Menschen und Möglichkeiten der Regulation von Distanz. Sicherheit und Versorgung werden erlebt, damit Befriedigung. Es gibt ein autonomes Selbst mit der Erfahrung psychosexueller und sozialer Identität. Es gibt die Möglichkeit, konflikthafte Erfahrungen eigenpsychisch oder intrapsychisch durchzuspielen, also fantasiemäßig durchzuspielen, zu antizipieren, also ein sogenannter psychischer Binnenraum. Es bestehen wertende Instanzen, die Maßstäbe setzen. Es gibt Steuerungsmöglichkeiten, die Konflikte intrapsychisch halten. Die zugehörige Angst des gut integrierten Strukturniveaus ist die Angst um die Gefährdung der Beziehung zwischen Selbst und dem Objekt. Angst vor Verlust der Liebe des Objektes. Angst um die eigene psychosexuelle und soziale Identität. Und schließlich die Angst vor Beschädigung, Bestrafung, Zurückweisung. Dann das mäßig integrierte Strukturniveau. Die Erfahrung von Nähe, Bindung, Autonomie, Identität ist nur eingeschränkt möglich. Die entsprechenden Bedürfnisse sind heftig, die Konflikte sind scharf, die Steuerung ist schwierig. Das Selbst ist bedürftig und kränkbar. Es besteht Tendenz zur Selbstentwertung. Die Objekte, die das Gute gewähren könnten, entziehen sich, fordern und strafen. Konflikte können nur mit Mühe innerpsychisch gehalten werden und brechen immer wieder in das Zwischenmenschliche durch. Die zugehörige Angst, Angst vor den eigenen heftigen Impulsen, Gier, Hass, Neid, Wut, Angst vor Verlust der Kontrolle und Steuerung, Angst von dem gefährdenden, dem gewährenden Objekt, dem, Entschuldigung, Angst vor dem gewährenden Objekt verlassen zu werden, das Objekt zu verlieren, Angst vor Beschämung und Beschuldigung. Strukturniveau gering integriert. Die positive Erfahrung von Nähe, Bindung, Autonomie, Identität wird nicht gemacht. Entsprechende negative Aspekte stehen im Vordergrund. Die Objekte erscheinen zerstörend, verfolgend, nur böse oder als Sehnsuchtsobjekte ideal gut. Das Selbst ist sehr bedürftig, sehr kränkbar, sehr impulsiv. Das Selbst entwickelt keine objektbezogenen Affekte, wenig Empathie, schwierige Kommunikationswege. Und Konflikte werden immer wieder nur interpersonell erfahren, also zwischen der eigenen Person und anderen Personen erfahren. Die zugehörige Angst ist Angst vor den gnadenlosen anderen Menschen, die verfolgen, quälen, zerstören, mangels Empathie, Angst vor der aggressiven Überwältigung und Auslöschung durch die gefährlichen Objekte, Angst vor dem Auslöschenden gekränkt werden. Angst vor der eigenen impulsiven Triebhaftigkeit wie Aggressivität, Sexualität, Oralität und so weiter. Schließlich das desintegrierte Strukturniveau. Das Selbst ist unzusammenhängend,
Es wird von negativen Affektzuständen immer wieder überflutet. Triebimpulse haben Partialtriebcharakter, also Teiltriebcharakter, ausgeprägte Abwehrvorgänge der Dissoziation, der Abspaltung, Projektion regulieren Innenwelt und Außenwahrnehmung. Durch Identifikation mit Teilaspekten erhalten Selbst und Objekte ein scheinbar glattes Bild. Handlungen erfolgen in dissoziativen Bewusstseinszuständen. Gute innere Objekte sind dabei nicht verfügbar. Empathische Objektwahrnehmung ist nicht möglich. Die zugehörige Angst ist Angst vor Selbstauflösung und Selbstverlust. Angst vor den unheimlichen Objekten. Angst vor den eigenen Teiltrieben. Auch hier wieder die Quelle, teilweise Gerd Rudolph, strukturbezogene Psychotherapie. Das mal als sehr, sehr wichtigen Überblick über Strukturbestandteile und Strukturniveaus. Das ist also eine große Aufgabe der Praxis, des Praktikers, des Diagnostikers, das immer wieder sehr schnell bei Klienten auf die Reihe zu bringen und zu sehen, ist jemand eher strukturgestört, ist sein Strukturniveau gut integriert oder ist es sehr schlecht integriert? Ist das eher ein neurotisch bezogener Mensch, also eine typische Konfliktpathologie, oder wie gesagt, diese hier angegebene Strukturpathologie. Statistisch gesehen sind Strukturstörungen bei ca. 10-20% der Menschen in einer Bevölkerung ausgeprägt. Das ist relativ viel. Die Statistiken sind nicht so präzise, weil natürlich die Hochrechnungen oder die genauen Zahlenklassifikationen schwierig sind. Aber es ist immerhin doch ein großes Klientengut oder Patientengut, mit dem wir rechnen müssen und das immer wieder vorhanden ist. Und da kann man in der Psychotherapie doch einige Fehler machen, wenn man nicht in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen neurotischen Konflikthaftigkeiten und den Strukturproblematiken, die Menschen haben können.